und gegen Koshiwake. Yo. Crazy. Okay, also Flora hier wahrscheinlich safe Pool Leaderin. Und wir sehen, es geht los. PS2, wie sonst auch immer. Oha, okay. Ja, bin ich mal gespannt. Also, ich habe, glaube ich, Koshiwake war, glaube ich, einmal hier bei NEZ. Und hat in letzter Zeit auf jeden Fall ziemlich gute Ergebnisse gesichert. Gute Spieler besiegt. Wird es auch gegen Rufen klappen? Rufen, wie schon gesagt, einer der besten Spieler hier im Norden. Sehr, sehr cleaner Chrom. Ich weiß nicht, wie das im Moment aussieht. Einfach, weil er... Oh, schön Downthrow into Up B. Und wenn Luigi da drin safe ist, dann gibt es keinen Ausweg. Luigi ist einfach ein Charakter, den du auf jeden Fall kennen musst, wenn du gegen den spielst. Er hat, schwer auszurechnen ist, oder? Er hat unfassbar viele... Also, er kann sehr, sehr stark sein, aber er hat auch Schwachstellen, die unfassbar schlecht sind. Also, Offstage ist er zum Beispiel überhaupt nicht gut. Er kann hochspringen, aber so seitlich ist sein Problem. Genauso die Kombos. Also, die Kombos können halt Zero to Death sein. Aber wenn man sich damit auskennt, dann kann man das natürlich auch verhindern. Jab into Back Air, so wie wir es gewohnt sind von Ruven. Sorgt dafür, dass er im Rennen bleibt. Keine große Spanne mehr zwischen den beiden jetzt hier gerade. Was sich natürlich ändern kann, wenn Koshiwake einen Grab bekommt. Und er sucht auf jeden Fall auch den Grab hier, wie man sehen kann. Und schon wieder! Alter. Down throw into Up B. Killed early. Und Rufen jetzt auf seinem letzten Stock. Mal schauen, ob Rufen wie im ersten Game, im ersten Stock, hier einfach so zurückkommen kann. Wenn Flora praktisch gegen die beiden schon gewonnen hat, dann wird es ja auch heißen, dass der Gewinner dieses Sets wahrscheinlich weiterkommt, den zweiten Seed bekommt in diesem Pool. Von daher ein sehr, sehr wichtiges Set für beide. Ich sag's ja immer wieder, unser Silber-Bracket ist immer stacked, jedes Mal. Bei anderen Turnieren der SD hier gerade von Koshi, er dachte wahrscheinlich, dass er mit der Downbee raufkommt auf die Stage, aber sinkt einfach in den Tod und wir sind hier wieder even. Ja, Silber, Gott! Und das meine ich mit der Windbox, Jank. Das war gerade wegen der Windbox, hat ihn so ein bisschen zur Seite geschoben. Oh no. Und es sorgt einfach dafür, dass Hufen SD, das habe ich noch nie gesehen, das war ja so janky gerade, ne? Ja, ich muss das nochmal on Stream sehen. Hier gerade. Das ist ja crazy. Nee, das dauert noch zu lange. Okay. Oh mein Gott, aber das war crazy gerade. Also die Windbox von der Downbee kann hin und wieder dann doch für harten Jank sorgen. Rufen verabschiedet sich hier einfach mit der Abwehr. Einfach runter. Keine Chance mehr zu recovern. Und wir sehen das erste Game für Koshiwake. Und knappes Ding, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn das jetzt nicht passiert wäre, wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass das so in der Form nicht nochmal passieren wird. Vielleicht schon. Hey, vielleicht. Aber, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen. Das war schon ziemlich crazy gerade. Ja, mal gucken, was Rufen da für Adaptions macht. Es bleibt auf jeden Fall bei den gleichen Charakteren. Mal schauen, ob er da eine Stage hat, auf der er irgendwie lieber spielen will. Es bleibt im Grunde die gleiche Stage. Also beide zwei Plattformen. Ja, lustig. Ne Luigi. Ja, das war schon witzig eben gerade. So. Ja, beides Charaktere, die sehr starke Aerials haben. Wie man auch erkennen kann. Also. Oh! Oh, ich dachte hier schon, da kommt wieder eine Up-B. Von Koshiwake. Also der Pressure von Koshiwake ist ziemlich hoch. Ja, hier schon wieder die Down-B, hat gerade eben eine Attacke von Chrom geblockt auch. Also mehr als einen Nutzen hat sie auf jeden Fall. Ist die Up-B von Chrom eigentlich dieselbe wie von Ike? Oder? Ähnlich, nur ähnlich. Also, sie hat ähnliche Properties, aber die macht mehr Damage zum Beispiel.
Oh, sie killt schlechter, aber sie ist auf jeden Fall exploitable. Kann sie auf jeden Fall ausnutzen. Ja, wie wir sehen, oh, bis eben noch even. Die Back Air von Koshi holt hier den ersten Kill, 95%. Sollte Koshi jetzt irgendwie einen Grab bekommen, ist die Lead natürlich deutlich weiter noch. Deswegen muss Ruven ruhig bleiben hier an der Stelle. Und wir sehen auf jeden Fall, also es kommt einiges an Pressure von Koshi Ray, alleine auch schon von dem Tether, also dem Knöpel da in der Luft. Oh, kann er nämlich genauso in der Luft einsetzen, aber dann grabt er nicht, sondern dann trifft er ganz normal nur. Okay. Oh. Okay. Hier, Edge-Situation hier gerade wieder. Okay, Rufen kommt da noch raus. 64% jetzt inzwischen schon wieder. Und Koshi fischt auf jeden Fall nach dem Grab. Ja. Chrom ist jetzt kein Charakter, der so stark ist wie Ike. Und da muss halt erstmal reinkommen. Also man sieht, dass Rufen im Moment schon Probleme hat, reinzukommen. Er ist sehr patient, aber das sehen wir auch von Koshi Ray. Oh, das killt. Nein, wow, er kommt da wirklich noch ran, aber die Bag er killt dafür. Er ist sehr, sehr sicher, was das angeht. Aber hier, erster Kill für Ruven. Das ist jetzt gerade sehr, sehr wichtig für ihn. Oh, schafft es da, dem Grab zu entkommen. Aber schafft er es auch, ein bisschen Damage aufzubauen. Er braucht jetzt erstmal ein Opening. Koshi öfters mal unter Plattform anzufinden. Und das ist gerade so ein bisschen das Problem von Ruven. Er weiß halt gar nicht so genau, wie er darauf reagieren soll. Das Comeback von Ruven hier bei NEZ. Nummer 20. Oh, und ja, ein Early Kill mit dem F-Smash. Das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Willst du auch was sagen? Ja. Wir bleiben immer hydriert, auch wenn Hype-Sets hier gerade abgehen. Und jetzt gerade hier... Oh! Moment, was passiert? Okay, eine Down-Air, die nicht ganz spiked. Jetzt gerade die Chance für Ruven, ein bisschen Damage zu machen. War ja früher auch immer sehr gut an den an der Ledge. Aber ja, da ist der Jab und der F-Smash. No way, Bro! No way! Das hat er aber dann nochmal ordentlich rumgerissen. Jo, Ruven. Einfach mit dem Comeback hier gerade Jab into F-Smash. Hätte ich niemals mitgerechnet. Niemals. Wow. Das ist crazy. Und das gucke ich mir jetzt gerade hier nochmal in der Wiederholung an. Oh, nee, das war da noch. Okay, habe ich noch Zeit. Damn, ja. Kann man nicht anders sagen, Syntec. Kann man nicht anders sagen. So gut, dass es jetzt Wasser gibt. So wichtig, ansonsten könnte ich hier gar nicht mehr reden, glaube ich, in ein paar Stunden. Viel zu Hype gerade, okay. Und ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Also es wäre schon schade, wenn es hier bei 2 Games bleibt. Wir brauchen noch ein drittes. Was entscheidet? Und crazy. Also so klatscht hier gerade eben von Ruven. Das könnt ihr mal klippen, wenn ihr Lust drauf habt. Klippt das Ganze mal. Ja gut, ist nur Jab F-Smash gewesen, aber trotzdem war Hype auf jeden Fall. Ja, so im Neutral, Koshi spielt schon ein ziemlich gutes Neutral. Schafft ja auch immer wieder irgendwie zu interrupten, mal mit dem Saugnapf, mal mit der Dash-Attack. Ich weiß nicht, was mit dieser Dash-Attack abgeht. Sieht gut. Ist eine merkwürdige Attacke einfach. Ja, jetzt ist ja auf jeden Fall ziemlich serious gerade von Koshi. Hat ja auch im Moment, eigentlich hat er alles richtig gemacht, er hat ziemlich gut geführt. Aber dann auf einmal mit dem Comeback von Ruven. Oh, oh. Oh, das war's wahrscheinlich, ja. Oh, ja, genau. Und das ist das Problem von Luigi nämlich. Offstage ist er halt nicht so gut. Der ist da limitiert. Oh. Und Ruven hat es hier gerade wieder mit dem F-Smash versucht. Aber schon wieder die Down-B. Ich weiß nicht genau, was es ist von der Down-B, was für eine Property das ist, dass er einfach Schläge abblockt. Auch starke. Mit diesem Wirbel. Ja, genau, der Wirbel. Ich weiß nicht, ob das eine Super-Armor ist oder was auch immer. Ich glaube, es ist eine Super-Armor. Ganz am Anfang von der Startup-Super-Armor. Muss so sein. Er ist nicht intangible, weil es hat getroffen. Intangible ist, wenn er praktisch
du ihn nicht treffen kannst dabei. Aber man hat schon Impact gesehen gerade. Oh, genau. Also Ruven, auf jeden Fall schlau, dass er da zurückgegangen ist. Einfach weil er nicht will, dass die Misfire trifft. Oh, oh, und? Ja, ja, killt. Ja. Oh, er kann einfach mit dem Saugnapf killen. Also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hat Chrome jetzt auch nicht die krassesten Recovery-Mechaniken. Wer jetzt? Chrome. Oder Chrome hat auch, ist sehr limitiert, genau. Also ja. Ike hat ja wenigstens noch die Side-B. Mhm. Chrome hat wirklich nur die Up-B. Oh, schön Jab, Back-Air und ein ganzer Stock jetzt gerade Lead. Das Set geht hin und her. Es ist wirklich einfach nur verrückt. Aber das macht Ruven auch so gefährlich, dass er einfach in jeder Situation immer noch zurückkommen kann. Und der ist einfach Klatsch. Immer wieder Grand Finals, Game 10 gegen SDN, gegen Robin GG, gegen alle. Häschen. Oh mein Gott. Ah ja, okay, also Frame 1 Invincibility hat die Down B von Luigi, also keine Armor. Interessant, dass er das dann auch so genau timed. Das ist ja eine gute Option, die man einfach mashen kann, aber man muss natürlich vorsichtig sein. Wobei die Windbox dann natürlich auch sehr nützlich ist. Oh, oh oh. Yo, er hat ihn schon wieder gegimpt mit dem Down-Tilt. Okay, Ruven geht hier also nicht nur 2-1 in Führung, sondern gewinnt das Set hier gerade mit dieser Aktion. Richtig gut gespielt, so gut adapted eben gerade von Ruven noch. Absolut. Das sah nicht mehr machbar aus, das Set, aber er gewinnt einfach noch. 2-1. Das war richtig gut gerade von ihm. Ja. Ja.